Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in einer neuen Folge Oxygen Not Included. Es ist die Folge, ja, ich glaube, es war die Folge Nummer 15. Bin ich mir nicht sicher. Seht ihr nachher, wenn es eingeblendet wird. Und ja, der Mordrak hatte geschrieben, er hätte einen Pocke-Panzer genommen. Habe ich jetzt leider nicht genommen. Ich wollte keine Haustiere so früh haben, aber er schreibt halt, wegen dem Kalk hätte ich dann doch machen sollen, weil wir das für die Stahlherstellung nachher brauchen. Okay, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir keine Chance mehr, werden wir uns dann beim nächsten Mal vielleicht zu kümmern widmen, wenn es denn geht, wenn wir das wieder angeboten kriegen. Ja, und dann hat er noch geschrieben, dass er, was war das denn noch, das mit dem Kühlschrank, da war da noch die Geschichte, dass ich da so einen Trick gibt, den ich aber auch nicht kenne, mit CO2 und sowas. Ja, was wollte er denn im Kühlschrank noch? Achso, diese Mehl, nicht Mehlsteise, die eingelegten Sachen wollte er hier. Sag schon, wie heißen sie? Eingelegte Mahlzeiten, der meint, die bringen nicht ganz so viel, das zu tun. Nur die Arbeitszeit ist noch extra, die unsere Leute brauchen. Okay, dann werden wir nach dem Intro dann mal schauen und gucken, wie es weitergeht. Bis gleich. So, dann schauen wir mal weiter rein. Ja, hier oben war das mit dem Essen. Das bedauerlicherweise ist ich. Ja, 1800 Kalorien bringen die Mehllaus. Und die normale Mehllaus, die bringt doch. Habe ich jetzt irgendwo eine? Hier liegt, glaube ich, eine, ne? Die bringt doch nur 600 Kilokalorien. Dann bringt doch die eingelegte definitiv mehr. Oder brauche ich da so viele? Qualität ist zwar grässlich, aber es bringt definitiv mehr Kalorien. Also da bin ich jetzt nicht so sicher, Mordrak, ob das so ist. Müssen wir dann mal gucken. Ja, das ist schon geklärt. Pocke-Panzer kommen wir nicht mehr drum rum. Hier unten ist noch ekliges Pipi oder was das da war. Das hat er auch geschrieben. Ja, da ist mir halt dummer Fehler hier überlaufen, wie immer. Ja, kümmern wir uns aber drum, ne? Hier ist klar mit dem Wasser, beziehungsweise Abwasser. Ja, hier soll es ums Essen noch gehen. Hier fehlt's Wasser. Die Dinge sind schon gebaut. Hier oben bauen wir auch schon. Auch da wird sogar schon das Bett gemacht. Achso, hier war der erste Versuch eines Zimmers. Genau so ist es. Jetzt erinnere ich mich. Ja, müssen wir mal gucken. Hier unten soll es ja auch noch weitergehen, dass wir dann hier den Ofen kriegen. Den da unten hier, ne? Und die Ellie, die ist stark am Bauen. Und dieses Kabel wird auch schon gelegt. Sehr gut. Ist nur die Frage, wann wird es fertig, ne? Prio, gucke ich nochmal schnell rein. Ja, die Prio ist relativ hoch hierhin. Und noch da auch. Das sollte also eigentlich schon hier vorangehen. Aber hier sind Sauerstoffprobleme. Das liegt ein bisschen daran, dass wir hier auch kein Dingens haben, ne? Kein Strom haben. Sand, Erde, Sandstein, Sauerstoffdiffuser. Ne, ich will das Kabel haben. Da ist es. Prio 7 machen wir gerade, dass das schneller fertig wird. Ja, sollten wir kurzfristig hier ein Rad hinbauen? Das ist die Frage, ne? Kabel ist schon fertig. Hier wurde schon Sandstein aufgenommen. Da auch. Und jetzt geht es hier unten schon bei Ellie weiter, oder? Ja, die macht schon die Treppe. Ja. Treppe geht voran. Sehr gut. Wie sieht es denn mit Nahrung aus? 2,6 Attributserhöhung. Vielleicht sollten wir da mal dran arbeiten. Fertigkeiten da. Aber da war es nicht. Okay, das war dann ein anderes Attribut, was sich erhöht hat. Alles klar. Ja, hier sind wir halt auch noch nicht so ganz so weit, ne? Aber die Prio liegt halt woanders. Hier wird aber Essen gemacht. Das funktioniert soweit schon. Ja. Kann denn hier auch von Hand bewässert werden? Ich denke schon, oder? Ja, das müsste man mal gucken, ne? Sauerstoff ist hier doch nicht so gut, ne? Jemand, das mit dem Wasser ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder. Hier oben haben wir ja noch Wasser da, ne? Vielleicht sollten wir dann einfach hier oben nur erstmal abgraben. Das können wir ja dann auch machen, ne? Okay, das ergibt sich dann später. Hier wird das nicht weggelegt. Kohle. Lagerort nicht verfügbar. Okay, der ist auch hier unten, ne? Der soll ja hier hin. Okay, hier geht es tatsächlich noch nicht so schnell voran, wie ich mir das wünsche.
Hier wird jetzt da lang gegangen, aber zum Glück ist da niemand oben, weil hier haben wir noch nicht was richtig. Okay, da wird jetzt was gebaut. Oh, jetzt wird gegessen. Alles klar. Naja, müssen wir mal schauen. Er hat sich jetzt eine Mahlzeit mitgenommen da. Ja, wie viele Stühle haben wir denn? 2, 4, 5. Betten haben wir 2, 4, 5. Wenn wir was mit Essen machen, dann sollten wir noch einen Tisch haben. Den würde ich jetzt mal gerade schon dahin machen. Kantinentisch hier, aber auf Prio 4, vielleicht sogar nur 3 erstmal. Weil das Bett da oben wird ja auch nicht eine höhere Prio haben. Hat sogar 4, naja, okay. Da wurde sich auch was zu essen geholt. Ja, das ist eingelegte Zeug. Catalina ist es. Die hat sich jetzt das geholt und das ist Ellie, die holt sich das auch. Was macht Ellie jetzt, auf Toilette gehen oder was? Wahrscheinlich, ne? Ne, doch nicht. Also Catalina, gucken wir mal, die ist jetzt hier. Wir haben nichts mehr zu essen, sehe ich gerade. Für die Mahlzeit plus 1. Kein Strom hier. Wer geht ins Rad? Keiner. Ah, die haben jetzt gerade Freizeit, die drei, ne? Bericht zu Zyklus 25, okay. Von 5 schlafen 3. Stinky macht die Nachtschicht. Wo ist denn unsere fünfte Person? Ah, da kommt Ren. Okay. Okay, Stinky macht das schon. Achso, wir können mal nach... hier, das wollte ich haben, gucken. Okay, da ist ein bisschen... Oh, nee, das ist aber nicht schlimm, weil das ist ja unser Abwasser. Nee, so sieht's alles ganz gut aus. Was macht Stinky gerade? Wo ist er denn? Ah, da. Der räumt gerade auf. Nee, der hat Erde geholt. Was ist sein Auftrag? Hier unten, das ist schlecht wegen Sauerstoff schon alleine, ne? Kohle geholt. Ich denke mal, wir machen hier die Prio noch mal höher, ey. Ich wollte die Prio machen, jetzt habe ich da drauf geklickt, so ein Shit. 7 ist schon. So, jetzt aber. Der kann eigentlich abgerissen werden, oder? Der war falsch. So, Prio ist erhöht worden. Lindsay hat jetzt gerade ein Stück Kabel gemacht. Dann macht auch was. Auch Kabel. Ja, das Kabel ist schon eine ganze Ecke weiter wie die Leiter, ne? Das ist schon schlecht. Toilettenreinigung findet statt. Ach so, wir müssen auch mal was sauber machen, ne? Hier ist es mit Dingens Essen, okay. Und hier haben wir 86%. Hier ist 99, also gleich fertig. Und der 97, okay, da werden schon wieder Pflanzen fertig. Dann geht das eigentlich. Okay, Ellie ist hier unten wieder am Bauen. Das ist gut so. Und Ellie hat Hunger. Na super. Okay, diesmal hat sie einen übernächsten Schritt gemacht. Das ist schon mal gut. Und sie ist fürchterlich schnell am Ding ins Machen. Sag schon. Löcher graben, ne? Entweder braucht Luft oder hat Hunger. Lindsay macht das nächste hier. Lindsay geht runter und macht was? Ich hoffe, graben. Macht's Kabel fertig. Okay. Ja, ist ein bisschen schleppend da unten, ne? Aber da müssen wir jetzt mal durch. Ellie bringt Material. Hier wäre schon eine Rutschstange ganz von Vorteil, ne? Haben wir die eigentlich schon? Ich glaube noch nicht, oder? Ne, haben wir nicht erforscht. Ellie ist schon ein ganzes Stück tiefer. Baut jetzt gerade ein Stück Leiter. Die Leiter unten unter ihr ist schon fertig, jetzt macht sie ober hier. Aber hat da nur was weggearbeitet erstmal. Die beiden müssen natürlich durchs Wasser latschen, ist klar.
Ah, das ist auch doof hier, ne? Wir müssen hier mal das hier höher priorisieren, damit die da nicht durchs Wasser latschen. Das ist ja nicht gesund. Kohle geholt. Alle geht arbeiten. Wieder ein Stück tiefer. Okay, jetzt wird erstmal Rundumschlag gemacht. Kupfererz. Toll geplaudert. Kupfererz wird gemacht. Kabel schon fertig. Noch ein Stück Kabel. Ja, wir kommen der Sache aber jetzt hier auf jeden Fall näher. Wieder was abgebaut. Leiter wird vorbereitet. Okay, hier fehlt es noch an Kabel, sehe ich gerade. Aber da fehlt es auch an der Batterie. Hm, das Steinbeiß, aber es ist. Ja, das ist das Doofe, dass wir wahrscheinlich eine einfache Batterie erst hinstellen müssen. Weil es anders nicht funktioniert, ne? Stromkabel dann. Ja, ist dann halt so, ne? So läuft es erstmal. Okay. Wir kommen der Sache schon näher. Catalina arbeitet hier unten. Geht aber wieder hoch, weil sie keinen Sauerstoff kriegt. Super, oder? Na, hier ist das Ding gebaut. Da können sie jetzt schon mal nicht mehr so direkt durchlaufen. Das ist schon mal vorteilhaft, ne? Forschung ist abgeschlossen. Dann gucken wir mal schnell nach der Forschung. Elektrolyse und Rostdesoxidierer. Desoxidierer wahrscheinlich. Achso, dann sollten wir auch eine neue Forschung vielleicht auswählen. Gehen wir mal von oben nach unten gucken. Wir haben hier. Ja, nicht so weit. Das wäre jetzt dann wegen dem Pocke-Panzer gewesen, ne? Hier haben wir Erdgas, Öl und Petroleum. Batterie ist schon fertig. Hier wäre Wasserstoff. Und das Starkstromkabel. Hier ist die Rutschestange. Wäre zu überlegen. Ja, hier ist ein bisschen was für die Moral. Und die Toiletten sind aber schon gemacht, sehe ich gerade. Die müssten wir dann nur bauen. Hier ist Filtration. Also Flüssigkeitsfilter und Luftfilter. Hier ist die Luft. Und hier wäre ein Luftreiniger. Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube. Ist das isoliertes Rohr? Ja. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Rutsche, oder? Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut so. Hier sind zwei Pflanzen wenigstens schon fertig. Die wächst noch und die ist. Ja, eine hat man wohl abgeerntet dann, ne? Wir haben 0 Kalorien tatsächlich. Verhungern tun 2. Das heißt, wir haben ja. Fertigkeiten. Achso, da. Er macht das schon. Wie weit ist denn das mit dem Verhungern? Stinky verhungert? Ne, das war nicht Stinky. Das ist Stinky verhungert. Stinky verhungert aber nicht mehr. Er ist der zweite, der jetzt verhungert. Ellie. Wie lange ist das denn bei Ellie? Oh, hier ist gerade richtig Party. Oh oh. Ach so, 500. Ich habe gedacht, das wären nur 62 Kalorien, aber es sind noch 500. Okay. Wie weit ist das Essen? Ach, hier macht gerade keiner was. Komm, das nützt nichts. Wir müssen gerade das Essen hier wieder aktivieren mit dem Mehl. Laus. Wo sind die Mehlläuse da? Die Prio muss da hoch. Ernten ist wichtig. Haben wir das schon 7? Nein. Wir
Nee, Läuse sind wichtig zu ernten. Ja, ich mach mal jetzt hier gerade einen neuen raus aus den zwei fertigen. Weil Ellie hat noch 400 Kalorien. Okay, einmal abgeerntet. Jetzt müsste Ellie sich das nur holen. Wo ist Ellie denn? Ist nicht da oben. Ellie, komm schon, hol dir was zu essen. Katalina, wo ist Ellie? Ellie hier unten? Natürlich. Aber Ellie wird schon gleich noch essen. Ellie, geh jetzt was essen. Kann Nahrung nicht erreichen. Da liegt doch die Nahrung. Und hat Hunger. Ellie, geh jetzt was zu essen holen. Ellie, ist genug Sauerstoff, jetzt hol was zu essen. Jetzt geht die nur auf Toilette. Ellie, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das gleich nichts mit essen. Kann Nahrung nicht erreichen, steht da. Warum nicht? Ellie, hol dir jetzt was zu essen. Das war doch hier. Wer hat denn das jetzt aufgegessen? Katalina ist das jetzt. Fertigkeiten, Duplikanten, Rennen. Rennen kann noch weiter. Kochen kann er aber schon gut. Ist er ja schon hier dran. Dann würde ich sagen, verbesserte Tragfähigkeiten. Jetzt geht Ellie schlafen. Ich glaube, das war's dann mit Ellie, oder? Ellie hat nur noch 200 Kalorien und wir haben hier nichts, was wir ernten können. Das ist 88. Das ist schlecht. Wachstum gestoppt, bei wie viel Prozent ist denn das Ding jetzt? Steht man jetzt gerade da tatsächlich nicht, oder? Ja, schade. 89. Kein Sauerstoff da. Ellie hat nur noch 143 Kalorien. Ja. Prio 9 beim Graben für diese Schmutzwurzel und diese Schmutzwurzel und da kommen wir nicht dran. Diese Schmutzwurzel. Und da ist auch noch eine. Ich hoffe, das klappt noch, Ellie. Du musst jetzt nicht Pause machen. Machen wir dann Alarm raus. Kalorien 63. Ellie, wenn du jetzt nicht isst, dann wirst du sterben. Kalorien 46. Was macht sie denn jetzt da? Hol dir die Schmutzwurzel und ess die. Jetzt geht die noch da unten hin. Das macht mir Sorgen. 31 Kalorien. 28, 27. Die schafft das nicht mehr, die stirbt vorher. Jetzt auf dem Tisch damit aber. Oh, sie hat's geschafft, ey. Alter Schwede. Das war jetzt aber knapp, oder?
Okay. Puh. Wann kommt das nächste Essen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier erst einen Cut. Ich muss mich erst erholen von dem Schreck. Ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an und dann kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Die Bösen, die will ich jetzt auch hören, weil ich habe da ja mal wieder gerade so richtig vorm Kaputtgehen vorher geschraubt. Und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ellie.